Und herzlich willkommen auf dem Kanal Sven Jagd. Heute möchte ich euch eine Jagdbüchse vorstellen, und zwar im Speziellen die Brenner BR 20. Sie kommt in diesem stabilen Plastikkoffer, den wir aufmachen. Und hier ist sie. Die Waffe kommt also standardmäßig mit einer Picatinny-Schiene. Hier ist jetzt im Speziellen ein Glas der Firma Delta Optical verbaut, und zwar ein Titanium HD 2,5 bis 10 x 56. Bei der Waffe sind immer zwei Magazine, ein 3-Schuss, ein 5-Schuss-Magazin. Und wie man sieht, habe ich hier jetzt noch den Schalldämpfer von Brenner, den SD21, der bei ATEC gebaut wird, mit dazu genommen. Sie hat, wie man sieht, ein Holzschaft mit Fischhaut am Pistolengriff und am Vorderschaft. Des Weiteren hat sie eine Dreistellungssicherung. Im hinteren Bereich ist sie also gesichert und die Kammer lässt sich nicht öffnen. In der mittleren Stellung ist sie immer noch gesichert, die Kammer lässt sich aber öffnen. Und im vorderen Bereich ist sie halt entsichert und die Kammer lässt sich öffnen. Des Weiteren kann hier unten mit einem Schraubenzieher, wenn man hier durchgeht, der Abzugswiderstand leicht modifiziert werden. Die ganze Waffe ist im Kaliber 308 oder beziehungsweise für Freunde der metrischen Maße im Kaliber 7,62 x 51. Die Magazine werden standardmäßig einfach von vorne geladen. Bei dem 3-Schuss-Magazin im 3x, bei dem 5er genauso, nur eben mit 5 Patronen. Die Waffe kommt mit einem Mündungsgewinde. Und zwar im Speziellen mit einem Mündungsgewinde M15 x 1, welches mit einem Mündungsschoner geschützt wird. Wenn man den abdreht, kann man ganz normal Schalldämpfer aufschrauben. Und die Waffe wird jetzt um ungefähr 28 Dezibel runtergedämpft. Das waren natürlich jetzt nur die Basisinformationen, aber wer Fragen hat, kann die ja gerne in den Kommentaren stellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr immer wieder mal auf meinem Kanal vorbeischaut und ja, irgendwann immer mal wieder was Neues seht.